Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexus. Wir spielen das Hexit Modpack und ich würde sagen, wir joinen direkt mal auf den Server. 3, 2, 1, go. Oh, ich bin schon drauf. Murph. Ups. Ich hab dein Go missverstanden. Tut mir leid. So. Passiert. So, ein bisschen. Oh, nice. Ein bisschen Zeug hier. Oh, es ist Nacht, Yannick. Ist es? Ja. Wollen wir jetzt eigentlich mal Betten bauen so langsam? Ja, wir sollten. Ich würde mich jetzt echt erstmal um die Felder kümmern. Weil, wo willst du die Wolle herbekommen? Ja, vielleicht ist hier ja was in der Nähe oder so. Du hast eine Hoe, oder? Ja. Dann mach ich ein bisschen Fackelleuchten und du machst die Felder wieder aufdingsen, oder? Ja, ich setz halt die Fackeln einfach. So. Fehlen noch irgendwo welche? Weiß ich nicht. Hier ist ein Zombie. Oh, der macht viel Schaden, Alter. Liegt vielleicht dran, weil ich keine Rüstung hab. Sollen wir nochmal ein bisschen Eisen sammeln? Ja, bitte. Ich brauche jetzt echt mal. Bei diesem Vulkan außenrum, da kannst du mega viel Eisen finden. Das ist eine mega, mega gute Fundgrube für Eisen. Und der Fail-Typ ist mal wieder dabei. Ja, ist auch am Start immer noch. Ja, wir nehmen das nämlich alles im Voraus gerade auf, hintereinander. Ja, genau. Das heißt, meine zweite Folge wird etwas, da wird unsere Stadt etwas fortgeschrittener sein als Danny ihre zweite Folge. Genau. Ich hab Dias gefunden! Yay! Yeah. Macht für mich auch mal ein bisschen Equipment. Ja, wenn ich genug finde. Ich brauche erstmal selber Eisen. Hier ist ein Skelett. Macht alles auf hart so viel Schaden. Ja, okay, ich kann morgen früh direkt wieder offen. Ja. Aber wir müssen nochmal. Ich weiß nicht, wie das mit dem Grabstein ist, wenn wir den nicht finden würden. Ja, wir können nachher den Maßnahmen. Das macht nichts. Das macht nichts. Oh, das ein anderer Spieler ist da. Darf ich mal Hallo sagen. Wer? Der Rockfass. Das macht nichts. Der Grabstein bringt ja bloß, dass ich dann die Folge voll auf dem Server zu Ende machen könnte, die 15 Minuten. Ach so. Da hinten sind die ja, aber das ist so eine Riesenflucht. Da hat sich ja schon jemand nicht mit den Regeln auseinandergesetzt. Nee, es hat mich nur verwirrt. Oh nee, ich spring da nicht ins Wasser, sonst passiert mir das gleiche wie dir. Und oder ich tu's doch. Ha. Oh yeah. YOLO. Ja, so ungefähr. Voll der krasse Typ hier. Ich glaube, ich überspringe Eisen und gehe direkt auf dir. Ja, Eisen bringt dir in dem Modpack eh nichts, so wirklich. Immer alles so schön an der Oberfläche. So Spaß geladen. Dann nämlich nicht stundenlang im Untergrund einfach nach irgendwelchem Zeug buddeln. Ach ja. Gehst du komplett an der Oberfläche einfach suchen? Ja. Nice. Das ist normal. Untergehen bringt dir nichts. Ja, du musst halt nicht so weit weggehen. Mal wieder. Das Eisen lass ich mal liegen. Darf ich nur nicht zu weit vom Dorf entfernen? So. Der Turm, vielleicht sind da Jan und Ding gestorben. Oh oh. Oh, der Creeper ist mir hinterher gehüpft. In dem Tower da hinten, wo ich. Jan und. Ben ist gestorben. So. Gleich Weg wieder zurück. Aber gehört? Ja. In dem Projekt sieht man, Dummheit wird bestraft. Ja, auf jeden Fall. Und Wagemut auch. Ja. Das auch. Ja. Ich glaube, unsere Stadt hat bis jetzt schon die meisten Fails. 3 Tode, ja, das ist schon krass. Aber ich glaube, andere Städte haben auch ein paar Verluste. Wenn wir relativ viele Spinnen killen,
Dann können wir auch Wolle bauen, ne? Ja. Aber wir haben den einen Vorteil, wir sind in einem Schneebiom. Das heißt, sobald ein Meteorit kommt, dann haben wir Freezerite-Kristalle und Freezerite-Zeug können wir Ja, komplett stimmt. kostenlos enchanten, was. Ja. Kakusell. Frag mal Team Leader, ob welcher bei denen gestorben sind. Ich. Oh. Okay. Auch schon nächste. Ja. Ja, so blöd hoch. Ja. Kommen wir erstmal hoch. So. Wollten wir jetzt wieder einen Timer stellen und ich vergesse es immer. Ich bin so doof. Ja, ich gucke auf. Ja. Guckst du drauf? Sagst du uns, wenn es vorbei ist? Okay. Nice. Was braucht man denn, um so Portale zu öffnen? Portale denn? Also diese Dimensionsdinger. Muss das schon genauer werden. Oder Rift meinst Blade du ist zum Beispiel Boden? nicht erlaubt. Oder meinst du jetzt um Ja, in den können wir denn überhaupt Dimensionen öffnen? Rift Blade kommt drauf ist. an, was für Dimension du meinst. Wenn du Twilight Forest meinst, da können wir rein. Ja, so eine Dimension, wie wir bei uns hatten, Daniel. Rift Blade ist verboten. Wie oft soll ich es noch sagen? Ja, also das. Ja, ich weiß ja nicht, was man dafür braucht. Wenn man das dafür braucht, dann können wir es nicht, oder? Ja. Okay. Oh, feier ich. Kein Plan, was man dafür braucht. Ja, ich habe das noch nie gemacht. Dann kann man die Dimensionen, die hier einfach rumstehen, stabilisieren. Weiß echt nicht, welche Dimension du gerade meinst. Das eine Ding, da Die würde Portale, ich. die einfach immer. Ja, da würde ich nämlich nicht reingehen. Okay, ja. Weiß ich nämlich nicht genau, was da abgeht. 6 Dias. Chillig. Ich glaube, wenn wir irgendwas erkunden, dann sollten wir das eigentlich immer zu mit möglichst vielen machen und ich glaube sogar mehr als zwei. Hast du ja gesehen, was mit Jan und Dennis passiert sind? Ja. Einfach weggerackt worden. Acht Gold. Was mache ich mit 6 Dias? Viel. Eisen habe ich. Ja, ich würde echt die Eisenrüstung machen. Ja, ich glaube, Eisenrüstung ist am Anfang schon ganz gut. Also Dia-Schwert ist nicht schlecht, aber ansonsten, bis wir auf Dia-Rüstung sind, brauchen wir doch relativ. Und da bin ich tot. Ist das Wieso kann man angestellt? das nicht zubauen? Verdammt noch eins. Wieso? Wer baut diesen Tunnel so bescheuert? Ach. Hast du angestellt? Ja, Tunnelbauer Meister XY hat hier ein Loch offen gelassen, wo man einfach durchlaufen kann und darunter einfach nichts ist. Ich bin Oh. auch. Hol mal mein Zeug bitte. Wo bist du ungefähr? Kannst du mir das beschreiben? Vulkan. Beim So wie Vulkan? immer. Ja, dann beende ich meine Folge jetzt. Schaut beim Janik weiter. Ich darf erstmal aussetzen. Ciao. Okay. So, dann bin auch ich da. Ihr sagt mir, wann die Folge rum ist, ne? Ja. Ach, Mann, hey. So eine dumme Scheiße. Meine neue Ex bauen hier. Da beim Vulkan. Auf welcher Seite bist du rein?
hier reingegraben haben. Und du bist runter, komplett runtergefallen, oder wie? Runtergelaufen in einem Weg und da sieht's aus, als würde es geradeaus weitergehen, aber wenn du da weitergehst, fällst du einfach runter. Okay. Das heißt, du bist im unten im Vulkan gelandet, dann muss ich mich runter. So ungefähr, aber oder? Recht sogar relativ weit oben. War auch in dieser Nether-Ebene, aber trotzdem. Nimm einfach okay. Den Weg, den wir gebaut haben, und dann schau da immer an den Seiten raus. Ja, ich grab mich gerade irgendwo anders runter, um noch ein bisschen Zeug unterwegs zu Warum fahren. Warum nennen wir uns nicht Fail City? Weil es nicht besonders abschreckend wirkt auf die anderen. Ich nehme hier schon ein bisschen Iron mit, weil ich bin jetzt zum Beispiel schon Full Iron. Und ich glaube, das lohnt sich schon. Ja, hol meine Sachen bitte, beeil dich. Die spawnen. Ach ja, immerhin. Ich habe zwar wahrscheinlich immer noch den peinlichsten Tod, aber... Ja, ich bin genauso runtergefallen einfach. Nur war das halt, echt? Das war so... Ja, das war so ein richtiges, war das einfach so eine optische Täuschung, dass man dachte, das würde geradeaus weitergehen, aber du fällst einfach richtig hart runter. Weil man diese Scheißdinger nicht zubauen kann, weil man das immer aufmacht und dann einfach geht. Deshalb lasse ich sowas nie offen. Ich schreibe mal kurz in die Ding-Gruppe rein. Und das muss dann auf den Friedhof bei uns, oder? Ja. Hast du es, oder was? Nee, noch nicht, aber... Nur, dass ich dann weiß, was zu tun ist. So. Dann schauen wir nochmal, ob wir stimmt. Das warte, bei euch. Wie sieht es jetzt eigentlich bei euch aus mit dem mit der Aufnahmesperre und mit dem Upload-Sperre? Halt nur ein Video. Ach so, ansonsten lade. Ach so, ich dachte, ihr packt beides in ein Video gleich. Ja, normalerweise weiß ich nicht, wie das der Projektleiter machen will. Ihm nochmal sagen, das macht ja dann eh keinen Sinn, weißt du? Hol mal mein Zeug, bitte. Weil wenn dann einer von uns Aufnahmesperre hat, dann müssen wir es eh irgendwie anders machen. Ja, ich bin schon unterwegs, so, aber... Ja, du hast nicht mehr viel Zeit, da musst du auch... Du hättest einfach nur den ganz normalen Weg, den wir gegraben haben, einfach nehmen müssen. Dann wärst du irgendwann mal runtergekommen, hättest runterschauen können und hättest es gesehen, direkt. Brauchst du keinen neuen Weg machen. Es ist eklig. Ja, aber wenn ich dann in dasselbe Ding reingeflogen wäre, wie du zum Beispiel? Ja, dauerhaft sneaken, ne? Außerdem haben wir so wenigstens was davon. So, ich bin ungefähr auf der Ebene von den Spawnern. War, glaube ich, leicht drüber. Meine Sachen liegen auf jeden Fall auf Netherrack. So viel weiß ich. Ja, ich seh's. Beeil dich, bevor es jetzt noch despawnt, während du hinläufst. Ich hab hier nur ein bisschen Schiss, weil da ist ein Spawner. Alter. Da muss man mega aufpassen, dass man nicht das Ding drunter mit abbaut, den Netherrack drunter. Hast du alle meine Sachen? Ja. Ach ja, gut. Sieht man irgendwo, dass es dein Grabstein ist? Also, ja, da müsste halt draufstehen. Ich bin jetzt da nicht ewig viel außen rum gelaufen. Nimm den einfach mit, setz ihn auf den Friedhof und da müsste eigentlich dann ein Text draufstehen. Ja, dann sage ich dir, was da draufsteht. So, hat jemand von euch Zeit im Blick? Ansonsten, ja. Ich bin mich bei meiner Sprachaufnahme gerade im Bereich von irgendwo 14, knapp 15 Minuten. Ja, aber die habe ich auch kurz vorher begonnen. Ich schau gleich zu Ende. Ist einfach den Grabstein noch schnell und dann anscheinend disconnecten. Ist eh gleich zu Ende, also von dem her. Ja. Wo ist der Friedhof? Der ist hier hinten irgendwo, oder? Der ist direkt bei deinem Haus. Direkt neben deinem Haus ist der. Der ist aus... Hast du es gesetzt? Warte... Grabstein, da kommt Edit sein Message. Also da steht nichts mehr drauf. Ja, das wird da aber deiner sein. Okay.
bin ich erlöst, meine Seele ist frei. Hui. Wow, weißt du, da sagt man in der Folge. Jetzt viel. Da sagt man in der Folge davor, dass man nicht sterben will. Da geht das einfach los. Jetzt ist Folge zu Ende, das heißt, es bringt dir ziemlich viel, dass dein Grabstein zurückgebracht wurde. Egal. Merk dich jetzt mal. Yep. Und dann würde ich sagen, haben wir in dieser Folge immerhin schon mal eine Sache geschafft, nämlich dass ich nicht mehr alleine spielen muss in der nächsten Folge. Was? Warum? Ja, stimmt eigentlich. Ja, ich müsste erstmal die Grabsteine bringen, oder? Eigentlich nicht. Ich muss jetzt so oder so aussetzen. Ja, wir fragen mal. Ich muss aussetzen. Ja gut, dann haben wir es für heute. Ja, das schneide ich da irgendwo ab. Alles klar. Ciao.